Und was bei denen noch eine ganz gute Geschichte sind, sind bleibende Running Gags. Also wenn sich einmal eine Geschichte auftut, die sie verwenden können. Ich hatte einmal mit einer Referentin, Personalreferentin ein Gespräch auf so einer Messe, war wunderbar, wir haben 2 Stunden über alles Mögliche gesprochen, unter anderem über Schokolade in der Schweiz. 10 Minuten am Schluss sagt sie, du, und dann schickst du mir noch ein Angebot und für das und das und das. Mhm. Habe ich das Angebot geschickt, war tatsächlich am Wochenende vor in der Schweiz, habe diese Schokikäfer, über die wir gesprochen haben, gekauft. Habe Schokikäfer aufs Angebot gewünscht. Ich bin ein bisschen ein Spielkind, wären sie nie drauf gekommen. Schicke das Angebot, rufe an und sage, ist mein Angebot angekommen? Sagt sie, ja. Früher hätte ich aufgelegt bei diesem Tonfall, Witz mit der Rufnummernerkennung ist blöd. Sag ich, was ist denn mit dem Angebot? Kannst nicht lesen. Wieso? Schokolade drauf. Ich hatte unterschätzt, dass es auch im Mai schon 30 Grad haben kann. Und dass rechts oben was draufkleben eine saublöde Idee für die Frankiermaschine ist. Aber ich bin ja lernfähig, ne? Der Teil hinterher ist, bis heute bringen wir uns gegenseitig diese Schokikäfer mit. Ja? Und immer wenn sie hat inzwischen 4-mal die Firma gewechselt, beschäftigt mich immer noch als Trainerin. Und immer wenn sie sagt, schreibst mir ein Angebot, aber die Schokikäfer schickst extra.